Hallo, hallo, ich bin's mal wieder. Ja, die letzten Tagen irgendwie war total müde und kaputt von der Arbeit und beziehungsweise von meiner Ausbildung. Ich mache hier eine Ausbildung als Konditorin und mir ist so gerade eingefallen, du, Cleos Bett wird nicht von heute auf morgen fertig, wenn du nichts tust. Also war ich gestern beim Baumarkt einkaufen. Und hab mir dann sowas geholt. Zwei Stück. Für alle Fälle, falls was fehlt oder falls ich mal schräg das auseinander säge oder so. Weil kann ja passieren. Und auch so ein Holzstück geholt. Zwei Stück auch noch. Für alle Fälle, weil ich will noch ein Hochbett machen. Und ich habe die natürlich erstmal gemessen und geguckt, ob es natürlich Clio auch passen würde von der Länge. Es muss ja natürlich eine gewisse Länge haben. Es wäre ja bescheuert, wenn ich einfach so Pi mal Daumen mache und dann am Endeffekt dann passt es dann nicht. Es muss dann alles perfekt sein und exakt sein und dann das ist dann das Ergebnis aus Clio Denials zukünftige Bett. So sieht's dann aus. So sieht ihr Bett dann quasi aus. Und hier kommt dann oben drauf, ja, eine Matratze, dann um nochmal das zu überprüfen, ob die Clio überhaupt da reinpasst. Mal gucken, werde ich mal drauf hinlegen, sagen wir mal so. Yep, passt haargenau. Und sie hat noch genügend Platz für Füße und Beine und Kopf. Ist nicht so groß und nicht so klein. Und auch von oben aus, es passt. Also ich bin eigentlich sehr zufrieden. Ansonsten, ja, wunderbar, es passt ihr. Und ich war noch beim 1-Euro-Laden halt und habe halt das hier gefunden. Diese Farbe. Das ist eigentlich ein Kissen. Da steht doch ganz noch drauf. Ein Kissenhülle. Und ich habe gedacht, von der Farbe her passt es perfekt zu Cleo, weil sie mag ja alles Gold, Gelb und das wird dann Bettdecke sein und Bettkissen. Ansonsten wollte ich euch nochmal zeigen, wie weit ich gerade bin. Und ich würde mich auf Kommentare oder Kritik freuen, denn ich überlege gerade, ob ich den Bettgestell so lassen, wie es ist, oder ob ich es vielleicht bemale in Braun oder in Gelb oder in einer anderen irgendeine Farbe. Mal schauen. Ich weiß noch nicht. Wenn, dann wahrscheinlich in Braun. Naja. Bis bald.